Guten Morgen, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den Robinsons. Ich bin heute mal ganz alleine. Ja, keine Ahnung, es ist Wochenende. Irgendwie, ich habe mir hier dieses neue Mikrofon besorgt und war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, das anzuschließen, den V-Log zu drehen, wo alles hinten und vorne nicht gepasst hat. Ja, und irgendwie sind wir nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Jetzt ist Sonntag früh. Die anderen, die schlafen wahrscheinlich noch, weil die unterwegs waren. Bina ist immer noch im Urlaub und deswegen werde ich jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um die Mauer ein bisschen voranzutreiben. Dazu brauche ich erst einmal ganz viel Holz. Ne, so, was mache ich denn? Holz, Holz. Oh, die Sonne kommt raus. Sehr schön. Das gefällt mir. Wie war denn das nochmal, dass das hier komplett... So, genau, so, links. Und dann da auch nochmal. Okay. Das dürften erstmal genug Treppchen sein. Kommt alles rein hier. Ah, das kann ich auch noch gleich verwursten. Oder nee, komm, mach mal nochmal eine Treppe. Nicht, dass es dann am Ende nicht langt. So. Hallo? Ach, da waren schon Treppen. Ja. Ich bin etwas verwirrt. Weil ich bin gerade vorhin eben erst aufgestanden, aber ich muss das jetzt hier wirklich jetzt machen, weil ich habe noch einiges zu tun heute im Real Life und heute Abend um 18 Uhr muss die da sein, deswegen muss ich die jetzt noch dann aufnehmen, rendern und so weiter, damit die auch um 18 Uhr dann wirklich kommt. Alles klar, hier waren wir das letzte Mal. Da fehlen noch die ganzen Zacken. Die baue ich jetzt erstmal hin, damit das schon mal ab hier fertig ist. Alles klar. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, die Mucke hier, ist die gerade toll? Ich weiß es nicht. Yeah. Ja, das muss ich hier so bauen, weil sonst schaut das komisch aus. Eieiei. So. Da noch, da noch. Waren es zwei? Ne, war nur eins. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt der auch noch, der Scheiß auch noch. Nein, ist kein Scheiß, aber ich kann es irgendwie langsam nicht mehr hören, wenn man das ständig... Ah, schon viel besser. Schon viel besser, meine Freunde. Di-di-di. Ba-da-da. So, jetzt noch die ganzen Fackeln. Oder habe ich die Zacken eigentlich da oben drauf gemacht, oder? Ich hoffe es mal. Aber sonst hätte ich ja das nicht so gebaut. Ja, ich, wie gesagt, manchmal kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, was ich gemacht habe. Ich bin ein alter Mann. Ich kann mich nicht immer an alles erinnern. Ja, was gibt's Neues? Gibt nichts Neues, außer dass ich beim Thomann war mit meinem Sohnemann. Und das ist auch immer wieder sehr faszinierend da, wenn man die ganzen Instrumente sieht und dann fällt einem wieder ein, wie viele Instrumente man eigentlich spielen können wollen würde. Ja. Schade eigentlich. Aber ich habe ja so schon so wenig Zeit und jetzt auch noch ein Instrument lernen. Das könnte etwas schwierig werden. Und mein Dame ist dahin gebaut, dann kommt das dahin. So. Und dann... passt das hier überhaupt noch? Das habe ich auf gleicher Höhe. Nee, habe ich nicht auf gleicher Höhe. Warum? Warte mal, da stimmt doch irgendwas nicht.
Schon wieder. Das stimmt doch irgendwas nicht hier. Das habe ich immer. Nee, das habe ich nicht auf gleicher Höhe. Aber. Ach, und außerdem habe ich da oben ja gar nicht die Klötze genommen, sondern die Treppen. So ein Mist war auch hier. Okay, ich schau mal ganz kurz hier. Nee, das geht nur bis dahin. Okay, dann habe ich das da hinten schon mal falsch gebaut. Und das habe ich auch falsch gebaut. Dann reiße ich das alles nochmal ab. Also zumindest die Klötzle. Die Klötzlers. Okay. Weg damit. Und weg damit. Die Fackeln kann ich ja lassen. Und diese höher gebauten Klötze, die kann ich auch lassen, damit ich dann da die Treppchen hinbauen kann. Das Holz sollte ich irgendwie schon einsammeln, glaube ich. Das ist ja eine sehr, sehr verbrauchende Ressource. Nein, eine sehr gebrauchte Ressource. Das wollen wir nicht vergeben. Warum landen die nicht bei mir? Sarai. Sarai. Es ist Sonntagmorgen. Ich krieg meine Äuglein noch nicht auf. Na 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 na. Runtergefallen. Mist. Okay, Treppen. Ja, ich bin wieder hier am Konzentrieren. Da kann ich immer nicht so viel erzählen. Und wenn die anderen dabei sind, sowieso nicht so alleine, ist das ja manchmal ein bisschen schwierig. Bei dem Nitrado-Sommer-Event, wo ich gerade mache, da ist es ein wenig einfacher, weil man da ja auch irgendwie Quests und sowas so zum Palabern hat. Und ja. Aber hier ist es ein bisschen schwierig, weil ich dann nur am Bauen bin. Und zwar am selber was bauen und da muss ich mich immer konzentrieren. Da. Nein. Soll das. So. Jetzt hat. Zack. Sehr schön. Da lang und da lang und da lang. Und hier auch noch. Wieso habe ich da eigentlich das so komisch gebaut? Ach so, dass man das über das Exo drüber rumbeln kann. Na, ist eigentlich nicht schlechte Idee. Hast du gut gemacht. Cedis. Da hast du wirklich gut gemacht. Jetzt muss ich mal hier das Mikro ein bisschen so. Jawohl, so ist besser. Habe irgendwie immer so schräg rüber gelabert. Und dabei habe ich doch so ein tolles Einstellteil. So rum. Ja, dann machen wir hier gleich das Ganze gleich so hoch. Okay, das kann ich dann von hinten auch noch ausbessern, hier alles. Weil das ist ja jetzt so halb falsch. Mann, hey, das kann ja hier noch was werden. Diese Mauer, die... Da habe ich mir was zugelegt als Projekt, hey. Also hier brauchen wir eine um die Ecke rum Treppe. Oder wir machen es so. Oh, jetzt habe ich schon Angst gekriegt, weil da hier so ein Schatten auf mich zugewandert ist. Ja, und mit der Sichtweite, das ist natürlich... Na, da hinten, ab hier sieht man es da schon wieder auch nicht. Das ist wieder nur diese Wurst. Aber hier oben zum Beispiel... Den Turm gefällt mir. So wie es ausschaut, müssen wir gleich wieder schlafen gehen. Ich will aber noch nicht schlafen. So, was haben wir jetzt hier? Das muss weg. Das muss auch weg.
das bleibt und die hier müssen auch weg. Genau. So hört sich das. Und ich habe da irgendwo einen Schleim gehört. Wo ist der? Wo ist der Schleim? Und schnell ins Bett. Ja, und ich benutze jetzt auch mal den anderen Eingang. Weil wir immer um das Haus rumrennen und eigentlich ist ja hier der Haupteingang, aber das meiste war halt auf der anderen Seite, deswegen sind wir immer da raus. So, gute Nacht, Leute. Ja, genauso wie jetzt fühle ich mich jetzt. Mal schauen, ob der Markus schon irgendwas gemacht hat hier unten. Aber ich glaube, der war schon jetzt länger nicht mehr da. Ne, ist immer noch dasselbe. Yeah. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt noch irgendwie weitermachen? Ich sortiere jetzt vielleicht mal noch die Steine hier raus. Die können wir noch für die Mauer gebrauchen. Und ich glaube, dann ist auch für heute erstmal Feierabend. Vielleicht ist dann die Folge mal ein bisschen kürzer, aber das schadet ja mal auch nichts, weil die meisten ja eh immer zu lang werden. Weil, wie gesagt, ich habe heute noch viel zu tun. Wir haben zwar Sonntag, aber ja, viel zu tun noch heute. Hier, Kisten. Das haue ich mal da oben in meine Kiste mit rein, alles. Und das kann ich ja noch gebrauchen. So. Und dann da auch noch das ganze Zeug raus. Das haben wir schon. Da ist noch Kohle drin. Und hier. Dann haben wir das auch geschafft. Am liebsten würde ich jetzt noch irgendwas Lustiges machen. Das könnten wir noch... Ah, die Kürbisse habe ich gesammelt. Wie war denn das nochmal gleich mit den Dingern hier? Hier, so, das war doch irgendwie so und dann, genau, eine Kürbislaterne. Und jetzt brauche ich Hebel. Ach du Schande, wie baut man einen Hebel? War das nicht irgendwas mit einer Steinplatte? Und Holzstickies? Ich probiere das mal aus. Da oben war mal. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt hin. Also. War das eine Druckplatte oder eine... Machen wir mal so auch noch. Eine Steinstufe. Stickies haben wir auch noch. Jetzt mache ich mal die Druckplatte. Ne, so war es schon mal nicht. Dann vielleicht so. So auch nicht. Leute, ich schau mal schnell nach. Im Internet. Hebel. Oh, komm. Minecraft. Aber das ist ja kein Hebel. Ein Hebel ist es ja nicht. Ich brauche eigentlich so ein Zugding. Oh, verdammt. Wie heißt denn jetzt das? Kein Hebel, sondern... Für die Falle. Anleitung Fallen? Okay. Was haben wir da? Ja. Spawner Fallen. Fallen. Signal. Türfalle. Werferfalle. Da müsste es doch eigentlich... Nee. Wo ist denn... Truhenfalle. Ja, aber das sind, die machen das alles mit Druckplatten hier und ich will ja diese Teile haben. Machen wir mal Spieler fallen.
Spieler bekämpfen. Reservoir, unendlicher Brunnen, keine Leitern. Ich find's nicht, jetzt mach ich schnell den Hebel. Oh, das nervt sowas. Hebel, so wie geht der Hebel? Sag's mir. Herstellung. Oh, der geht einfach mit einem Stein. Ja, okay. Sorry, dass ich hier mal kurz... Oh. Braucht man anscheinend Cobblestone. Na sauber, haben wir noch Cobblestone? Ah, okay. So ein, zwei, drei Stück haben wir schon noch. Aber auch nicht mehr so viele. Es geht langsam alles zu Neige. Ach, jetzt brauche ich noch eins. Ey. Ah. Verdammt nochmal. So, hier. Dann sammelst du das jetzt mal auf. Also, Sonntag früh, da funktioniert gar nichts. Ich sag's euch. Probiert's erst gar nicht. Okay, und jetzt hatte die wahrscheinlich so ein Holzstück und ein Zaun. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Hier stand Bert die Scheuche. Rest in peace. Ja, und jetzt bauen wir halt einfach... ja, mir fällt jetzt gerade kein Name ein. Irgendeiner denkt sich bestimmt noch einen aus. So, hier ist der Körper. Und da... Genau, jetzt brauche ich noch die Hebel. Wieso stacken die eigentlich nicht? Ja. So. Und so. Haha. Soll er sich freuen? Oder soll er eher... So. Nee, so. Yeah! Ich weiß zwar nicht, ob die Scheuche so war vorher, aber es sieht ja ganz akzeptabel aus. Schauen wir mal noch von der Seite so. Juhu! Sehr schön. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal auf den Turm rauf und dann beenden wir auch diese heutige Folge wieder. Und ich hoffe, das nächste Mal bin ich nicht mehr so alleine hier. Weil das ist manchmal ein bisschen doof. Wie gesagt, das kommt aufs Spiel drauf an. Aber hier so Minecraft spiele ich doch lieber im Let's Play Together. Die Pferde. Ja, mit der Mauer bin ich auch nicht so sehr weit gekommen wieder. So ein Mist. Das Stück da oben, das lasse ich, glaube ich, so wie es ist. Hauptsache, da kommen keine Monster rein. Ja, jetzt esse ich noch was. Und dann sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.